Hallo und herzlich willkommen. Ich werde heute mit euch zusammen ein grünes Thai Curry machen und zwar eingekocht auf zwei Arten und Weisen. Einmal im Schnellkochtopf und einmal im Dampfgarer. Gucken wir mal, was draus wird. Viel Spaß dabei! Leider sieht das Ganze im Glas nicht ganz so schön aus wie zubereitet, denn im Glas ist es eigentlich nur eine braun-grüne Suppe mit ein paar Stückchen drin. Dennoch, zubereitet ist es wirklich gut. Und wir schauen uns jetzt mal an, wie das geht. Grundlegendes: Grünes Curry ist wirklich schlecht zu bekommen. Und es auf Vorrat zu machen, ist eine Sache, die sehr lohnenswert sein kann. Wenn wir es einkochen wollen, müssen wir natürlich darauf achten, dass wir wieder die Zutaten, die eventuell unser Einkochgut schlecht werden lassen, rauslassen. Ihr seht jetzt an der Seite die Zutaten. Diese Zutaten kann man eigentlich in zwei Bereiche aufteilen. Wir haben einmal das Fleisch und wir haben einmal die Soße. Das könnt ihr theoretisch so einteilen, wie ihr wollt, weil es hängt ein bisschen davon ab, wie viel Fleisch ihr haben wollt und wie viel Soße ihr haben wollt. Ich habe es jetzt ganz gut aufgeteilt, ich komme mit dieser Mischung gut klar, aber wie gesagt, ihr könnt auch mehr Fleisch nehmen oder mehr Soße. Wichtig ist, dass das Fleisch komplett in der Soße versenkt ist. Die Mengen in dem Rezept ergeben ungefähr zwischen 1400 und 1500 Milliliter an Einkochgut. Das sind gut 3 Portionen. Und das ist auch das, was ich gemacht habe, und zwar zu Demonstrationszwecken. Wenn ihr richtig was auf Vorrat machen wollt, solltet ihr die Mengen eventuell verdoppeln oder entsprechend anpassen. Weil ich habe das jetzt nur zu Demonstrationszwecken gemacht und ihr werdet sehen, dass im Schnellkochtopf noch ziemlich viel Platz für mehr ist. Dann legen wir mal los. Als erstes wird das Fleisch angebraten. Da gibt es 2 Punkte zu, denn wir haben wahrscheinlich ziemlich viel Fleisch. Das heißt, wir müssen es wahrscheinlich in mehreren Chargen in die Pfanne tun. Wichtig bei einem grünen Curry ist, dass es nicht zu doll angebraten wird. Das angebratene Fleisch, das durch sein muss, tun wir in eine gesonderte Schüssel. Die Pfanne machen wir jetzt nicht sauber, denn die brauchen wir im weiteren Verlauf. Als nächstes mischen wir grüne Currypaste mit Fischsoße und Sojasauce. Da wiederum ist wichtig, dass die grüne Currypaste, die wir benutzen, eine ist, die wir wirklich mögen. Es gibt auf dem Markt einige davon. Ich kaufe meine immer in einem Asialaden und habe da so eine Sorte gefunden, mit der ich gut klarkomme. Aber da muss man ein bisschen testen, weil grünes Curry ist nicht immer gleich grünes Curry. Wir braten dieses grüne Curry-Gemisch in der Pfanne an, bis es Blasen wirft. Und das wird dann mit der Brühe abgelöscht. An dieser Stelle würden wir in einem normalen grünen Curry-Rezept jetzt die Kokosmilch dazu tun. Das tun wir hier nicht, denn Kokosmilch ist eine von diesen Sachen, die Einkochgut leichter schlecht werden lässt. Das wollen wir nicht, also lassen wir die weg. Die kommt später bei der Zubereitung dazu. Was wir allerdings hinzufügen könnten, wäre gebratenes Gemüse. Das müsste man natürlich vorher schon angebraten haben, aber wir könnten jetzt in die Soße theoretisch gebratene Paprika oder was auch immer an Gemüse man haben möchte, mit reintun. Ich tue das ganz bewusst nicht, denn wenn ich ein grünes Curry haben möchte, möchte ich das Gemüse frisch. Man darf sich nur nichts vormachen, wenn ihr jetzt Gemüse reintut, ist das natürlich nach dem Einkochen wirklich richtig weich. Als nächstes kommt der Zucker oder Rohrzucker oder vielleicht auch Xylit mit in die Soße. Dann folgt der Limettensaft. Den kann man natürlich frisch nehmen. Ich hatte mal wieder keinen im Haus, aber glücklicherweise habe ich sie hier eingekocht. Das Fleisch kommt dazu und dann sind wir eigentlich auch schon fast fertig. Es wird noch ein bisschen köcheln gelassen, damit es wirklich schön heiß ist. Wir füllen das Ganze ab. Dabei achten wir natürlich darauf, dass das Fleisch gut in die Gläser verteilt ist. Am Rand lassen wir 2 cm frei. Das ist ganz wichtig, denn im Drucktopf kann es sonst leicht sein, dass der Inhalt sich durch den Deckel rausdrückt. Das wollen wir nicht. Also brauchen wir beim Einkochen im Schnellkochtopf ein bisschen mehr Platz im Kopfraum. Wir säubern den Rand mit einem sauberen, feuchten Tuch
und verschließen das Ganze. Bevorzugt mit sterilisierbaren Deckeln, die auch die Temperatur des Schnellkochtopfes abkönnen. In den Schnellkochtopf tun wir einen halben Liter Wasser. Der Einsatz muss natürlich auch drin sein. Als nächstes kommen die Gläser in den Schnellkochtopf. Bevorzugt sollte der Schnellkochtopf natürlich voll sein, nur wie ich ja schon sagte, ich wollte demonstrieren und ich habe natürlich nicht zu viel drin. Wir prüfen den Deckel auf Funktionsfähigkeit. Das habe ich hier jetzt nicht gezeigt. Wir schauen, dass die Dichtung intakt ist und das Ventil auch locker sitzt. Wir verschließen den Schnellkochtopf und stellen ihn auf Stufe 2. Dann wird der Schnellkochtopf möglichst schnell hochgeheizt, bis Stufe 2 erreicht wird und man aus den Düsen sieht, dass leicht Dampf austritt. Und an dem Punkt startet dann die Einkochzeit von 25 Minuten. Wenn die Einkochzeit vorbei ist, schieben wir den Einkochtopf von der Platte weg und lassen ihn abkühlen. Und wenn das Ventil im Schnellkochtopf drin ist, lassen wir ihn nochmal ungefähr 20 Minuten im geschlossenen Zustand stehen. Das ist ganz wichtig, weil der Innendruck der Gläser in den Gläsern sich auch beruhigen muss. Wenn ihr mehr über das Einkochen im Schnellkochtopf wissen möchtet, verweise ich gerne auf mein Video, wo der ganze Ablauf für das Einkochen im Schnellkochtopf drin ist. Ich habe das Ganze jetzt dann auch nochmal im Dampfgarer eingekocht. Und zwar zu einem ganz speziellen Zweck. Beim Dampfgarer wird immer gesagt, naja, ob das wohl so sicher ist mit dem Einkochen. Fakt ist aber, dass die Industrie schon seit Ewigkeiten im Dampf einkocht. Und wenn ich meinen Quellen trauen darf, ist die Hitzeübertragung im Dampf ähnlich wie im Wasserbad. In diesem Falle habe ich also jetzt dasselbe Curry nochmal eingekocht für 2 Stunden im Dampfgarer. Wir haben die beiden kleinen Gläschen, sowohl das aus dem Schnellkochtopf als auch das aus dem Dampfgarer, wieder ins Konservierungsinstitut Neumünster zur Prüfung geschickt. Da wird nämlich geprüft, ob es Vollkonserven sind oder nicht. Vollkonserve bedeutet, dass es langfristig haltbar ist bei Raumtemperatur. Und wir schauen uns jetzt mal das Ergebnis an. Schnellkochtopf. Grünes Curry mit Huhn im Schnellkochtopf, Stufe 2 für 25 Minuten. Geruch ohne Abweichung, pH-Wert 5,2, Keimwachstum negativ. Nach den Ergebnissen der mikrobiologischen Untersuchung ist eine langfristige Haltbarkeit der Probe ohne Kühlung gewährleistet. Heißt, Schnellkochtopf, wie ja schon erwartet, ist eine Vollkonserve und kann langfristig bei Raumtemperatur aufbewahrt werden. Das ist doch schon mal prima. Und das Ergebnis. Grünes Curry mit Huhn. Hier steht im Wasserbad, es war im Dampfgarer, das ist ein Fehler, bei 100 Grad für 120 Minuten. Geruch ohne Abweichung, pH-Wert 5,2, Keimwachstum negativ und nach den Ergebnissen der mikrobiologischen Untersuchung ist eine langfristige Haltbarkeit der Probe ohne Kühlung gewährleistet. Das sagt uns Folgendes. Das Einkochen im Dampfgarer wird als eventuell nicht ganz so sicher wie im Einkochtopf bezeichnet. Aber wir haben jetzt festgestellt, zumindest 120 Minuten in Dampfgarer entspricht demselben Ergebnis, wie wenn wir es im Einkochtopf machen. Das heißt, beide Möglichkeiten kann man machen und beide Möglichkeiten führen zum gewünschten Ergebnis. Das ist doch schon mal ganz gut. Dann habe ich hier noch eine kleine Sache zu sagen und zwar, wir haben ja immer das Thema, dass es verschiedene Ansätze gibt, wie man etwas im Wasserbad einkocht. Wir haben zum Beispiel hier auch, und das möchte ich gerne nochmal zu Buche führen, es gibt hier ja 2 Ansätze. Wir haben einmal die Aussage, die besagt, wenn man Fertiggerichte hat und die sind fertig gekocht, was wir bei diesem grünen Curry hatten, kann man auch 75 Minuten einkochen bei 100 Grad. Oder dann gibt es andere Quellen, die sagen 60 Minuten bei 100 Grad. Und dann gibt es andere Quellen, die sagen, wenn man Fertiggerichte hat, nimmt man die höchste Einkochzeit der Zutat, die die höchste Einkochzeit hat. In dem Falle wäre das bei uns jetzt 120 Minuten gewesen. Ich habe mich jetzt für Letzteres entschieden, aber letztlich muss das jeder selbst entscheiden, auch von seinem Sicherheitsempfinden her und so weiter. Aber glücklicherweise haben wir jetzt ja zumindest schon mal festgestellt, diese Methode funktioniert. Als nächstes kommen wir dann zur Zubereitung, so wie ich es mache. Das könnt ihr natürlich machen, wie ihr wollt. Das Ganze sieht ja nun so aus und wenn es länger steht,
nicht so wie dieses hier, dann rutscht auch noch das Dicke etwas weiter runter und es sieht dann wirklich zugegebenermaßen nicht allzu toll aus. Aber in der Zubereitung wird es dann wieder richtig toll. Wir machen es folgendermaßen. Als erstes brät man das Gemüse an. Selbst wenn man Gemüse drin hat, ist es ganz ratsam, noch ein bisschen frisches Gemüse dazu zu tun. Weil wie gesagt, eingekocht, wenn da Gemüse eingekocht drin ist, das ist echt weich. Also frisches Gemüse ist ratsam. Das wird angebraten und dann kommt das Glas mit dazu. Als nächstes fügen wir Kokosmilch dazu. Ich habe da noch immer ein bisschen Stärke drin, um die Soße ein bisschen anzudicken. Und dann wird das Ganze noch ein bisschen abgeschmeckt und vielleicht mit Koriander bestreut, wenn man es gerade zur Hand hat, und zu Reis serviert. Und es ist wirklich sehr, sehr lecker. Und damit bin ich auch schon am Ende. Ich wünsche euch jetzt alles Gute und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.